Hey an alle, Duck hier von FellowshipOfTheMartyrs.com. Hört mal zu, ich muss ganz schnell mit euch reden. Schlimme Dinge werden kommen. Es ist ganz deutlich, die Bibel sagt, schlimme Dinge kommen und wir müssen bereit sein. Und ich muss mit euch darüber sprechen, dass ihr einen Stamm braucht. Niemand möchte durch das, was kommt, alleine hindurch. Wenn ihr als Familie stehen könnt, sucht mehr Familien, die den Herrn lieben, die sich für euch aufopfern. Leute, denen ihr vertrauen könnt, die euch nicht das Essen klauen. Leute, die euch nicht töten, weil ihr Wasser habt und die nicht, was auch immer. Gott hat uns gemacht, um Schafe zu sein. Und wir wollen zusammen sein. Wir wollen in einer Gruppe sein, in einer Herde. Gerade das wird nötig sein, wenn es hart auf hart kommt. In Zeiten der Rezession, Depression, Krieg, was auch immer. Müsst ihr die finden, mit denen ihr zusammen sein wollt, um durchzustehen, was kommen wird. Betet, dass der Herr euch zu denen schicken wird, zu wem auch immer, eurer Kirche, euren Stamm, zu denen, die eure Familie sein sollten.